Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Bist du bereit, Kasper, heute für Suchen und Verstecken? Oh mein Gott, ich habe mir so krasse Verstecke schon überlegt, ne? Ja, du wirst mich nie finden. Niemals. Ich sag dir, okay, und du sagst niemals. Niemals. Ich geh jetzt hier rein. Ja, und dann? Darf ich auch wieder rausgucken, ist jetzt die Frage, so wenn du versteckst? Nee, wir machen von mir aus. Von mir aus als kleinen Hint. Ich darf rausgucken hier, also ich darf rausgehen? Nicht rausgehen. Ach so, aber rausgucken. Ja gut, okay. Ja, ich bin... Okay. Dann, ich würde sagen, du kannst dich da mal losverstecken. Okay, ich leg einfach mal los. Also genau, leg mal los. Ihr bestes Versteck. Ey, Leute, das Ding ist, Kasper wird nicht wissen, dass ich Kameras installiert habe. Das ist so krass. Pass auf, ich werde die ganz kurz mal installieren, Leute. Guck mal, hier ist die erste Kamera, Leute. Und ich glaube, er wird auf jeden Fall nicht sehen. Ich gehe mal kurz zur zweiten Kamera. Und Leute, auf der Kamera kann ich ihn... Doch, auf der Kamera habe ich ihn gerade gesehen, Leute. Da ist er. Ich glaube, da geht er ins Haus rein. Oh, mal gucken, ob ich noch mehr Kameras habe. Vielleicht bessere Winkel. Leute, ich glaube, er ist da gerade reingelaufen, so in das Haus da. Ich gucke mal, ob ich da drin auch eine Kamera drin habe. Da, doch, da ist er. Oh mein Gott, da ist er, Leute. Oh, das ist jetzt natürlich richtig crazy. Ich habe jetzt gerade die Kamera angeschnüpft, Leute, in dem Haus. Guck mal, da baut er sich irgendwas. Der will sich da, glaube ich, einbauen oder so, ne? Und Kasper, bist du schon am Verstecken? Hast du dich schon versteckt? Ich habe noch kein Versteck. Ich brauche noch kurz Zeit. Ich bin noch nicht dabei. Ach so, ich zähle noch die ganze Zeit. Ne? Ich suche dich gleich. Ja, zähl weiter. Ja, mach ruhig. Leute, guck mal, der möchte ja anscheinend irgendwie mit dem Gemälde oder sowas arbeiten, ne? Oh. Wenn der... Oh mein Gott, der wird auch denken, dass ich niemals bin. Bist du da? Ja, klar bin ich da. Ich hab das krasseste Versteck jemals. Du wirst mich hier niemals drin finden. Das ist so krank. Okay. Gut, okay, dann ich würde sagen, soll ich loszählen? Soll ich losgehen? Warte mal. Ich muss mal kurz abprüfen, ob hier auch die Tür zu ist. Ja. Ja, ist zu. Okay, passt. Okay, alles klar. Ja, du kannst von mir aus kommen. Okay, warte, ich komm. Oh, alles klar, Leute. Ich bin wieder aus den Kameras raus. Okay. So, jetzt wird's auf jeden Fall interessant. Kasper, ich komme. Ja, ich bin versteckt hier vorne. Ja, da vorne bist du versteckt. Bist du vielleicht hier drin? Ich sehe dich auf meiner Drohne. Auf deiner Drohne, okay. Ich fliege mit so einer kleinen Drohne rum. Okay. Oh Gott, da war ich. Das Ding ist, ich werde dich auf jeden Fall absolut finden. Ja. Also ich habe eine 100%ige Chance, dass ich dich finden werde. Was glaubst du? Du hast wieso, was für eine 100%ige? Du weißt doch keine 100%ige Ahnung, Chance, doch. Du hast doch keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss nur gerade so ein bestimmtes Haus finden, wo ich mir vorstellen könnte, wo du warm, drin sein könntest. Warm. Ja. Heiß. Ja, ich weiß schon. Da bin ich drin, ganz sicher. Ja, bist du da ganz, ganz sicher drin? Ja, oder da bin ich mir das sicher. Das Haus hier, Leute. Oh mein Gott. Mit Diamantenschloss hier versteckt. Okay, na gut. Du wirst mich niemals finden. So, wieder versteckt. Ach, du sagst, ich werde dich niemals finden? Okay, kein Problem, Kollege. Ich glaube, du wirst mich hier nie finden. Kein Problem. Also, ich will dir nichts sagen oder so, ne? Ja, was denn? Aber ich weiß ganz genau, dass du hier in dem Haus drin bist. Alles gut. Da bin ich nicht. Oh, Moment mal. Was ist hier ist ja ein netter Garten auf jeden Fall, ne? Mit so ein paar Knöpfen und so, ja. Die machen nichts, die Knöpfe. Mhm. Kasper? Du warst ja eben in so einem Turm. Da ja, bin ich drin. Ja. In dem bin ich. Was ist denn da? Wie konntest du mich da... wie hast du mich hier gesehen? Ich hab's einfach gewusst irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Digga, also das kannst du dir nicht ausmalen. Doch, ich hab's einfach... Hier doch nicht einfach so. Einfach gewusst, doch. Ich hab mir schon... Du hast doch gehackt. Ich schwör's. Okay, pass auf, wir machen noch eine Runde. Du versteckst dich nochmal. Ich verstecke mich jetzt nochmal. Und ich gehe nochmal rein und fange an zu zählen, okay? Ja, in Ordnung. Wenn du das so fair, okay, dann komm mit zum Obsidian-Haus. Mhm. Du hast doch gelootet, du hast rausgeguckt irgendwie. Nein, ich habe auch keine Drohne. Ehrlich. Du hast nur die Drohne, weil du Verstecker bist. Aber ich habe keine Drohne. Ja, okay. So, das Ding ist, ich bin auch hier im Obsidian. Du siehst ja, guck, du kannst mich auch beobachten. Ja, ich bin hier drin. Du kommst hier nicht raus. Hast du Ich werde hier nicht rauskommen, Ich habe hier jetzt einen kleinen Block vorgebaut, dass du hier bloß nicht. Den musst du erst abbauen. Den musst du erst abbauen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Du hörst auf. Jetzt noch nicht. Ich werde mich hier drin verstecken. Ich verstecke mich jetzt. An zu zählen. Okay. Eins, zwei. Oh, Leute, ich habe ihn direkt auf der Kamera gehabt. Das ist richtig gut. Das wissen direkt, wo er langläuft.
So, jetzt sind wir hier bei einer anderen Kamera, aber ich kann hier sogar durch den, oh, durch die Wand sehen, Leute. Weil ich glaube, es sieht auch gar nicht, dass die Kamera hier oben ist, ne, was halt auch echt praktisch ist. Oh nein. Oh, er will nämlich ins Haus gehen, ne? Ey, Leute, bitte auf jeden Fall nicht checken, dass wir ihn gleich wieder sofort finden werden. Das ist so cool, ne? So, ich komme ein bisschen weiter mit der Kamera. Okay, geht auf jeden Fall hier unten weiter, Leute. Richtig gut. So, habe ich hier noch irgendwo eine andere Kamera? Oh nein, er geht aus dem Winkel raus, Leute. Nicht gut. So, Leute, ich habe mir nochmal eine andere Kamera abgezappt. Er ist auf jeden Fall gerade hier rechts in dem Haus drin. Oh, da ist auch noch ein Villager, Leute. Oh, mal gucken wir. Oh mein Gott. Er geht direkt in das Haus, glaube ich, da rein, Leute. Er geht direkt in das Haus da unten rein. Ey, der wird das nicht checken. Der möchte dann irgendwie eine Falle bauen oder sowas, ne? Habe ich auch eine Kamera? Er baut da, glaube ich, eine Lavafalle. Oh mein Gott, Leute. Bin hier auf jeden Fall gerade bei der Kamera. Leute, er ist anscheinend hier gerade drin, hat er das Lava hingebaut, ne? Oh mein Gott. Kaspar, wie weit sieht es eigentlich aus? Ich bin versteckt. Du bist versteckt. Ich könnte jetzt kommen, ja, sagst du? Ja, du kannst von mir aus direkt loslegen. Ich bin, okay, du wirst mich hier niemals finden. Niemals, sagst du? Nee, ich versteck mich hier, du findest mich nie. Okay, ich komme jetzt. So, Leute, wir sind wieder aus der Kamera raus, ne? Okay, ich muss erstmal ganz kurz den Block abbauen. Ich beobachte dich, Brock, so. Ich beobachte dich mit meiner Drohne. Ja, mach ruhig. Ich baue jetzt hier gerade deinen Block ab. Also, ich habe auf jeden Fall nicht rausgeguckt, ne? So, okay. Boah, Leute, er weiß auf jeden Fall nicht, ne? Dass ich hier einen Wassereimer versteckt habe vorher, weil ich wusste, er wird irgendwas mit Lava machen. Ich sag dir, ich werde dich auf jeden Fall finden. Ich gucke hier schon gerade in jedes Haus rein, ne? Was guckst du in den Häusern denn da? Sag mal, ja, ich gucke hier gerade einfach so ein bisschen so rum. So. Hier sind auch voll viele Kisten verschlossen. Hörst du meine Drohne? Ich verfolge dich gerade mit der. Ich höre dir so ein bisschen rumzwirbeln. Ne? Also du bist auf jeden Fall schon ziemlich warm, muss ich sagen. Ich bin schon warm, sagst du, ne? Ach, du willst mir sogar gefühlt fast verraten, wo du bist, oder was? Wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, du bist schon ziemlich nah dran. Ja, okay. Also, ich muss überlegen, wo waren? Wo könntest du dich versteckt haben, meine ich? Was meinst du mit, wo war? Nee, ich hab mich nur versprochen. Ich meine, wo du jetzt dich versteckt haben könntest, das wollte ich eigentlich sagen. In diesem kleinen Raum da, vielleicht war ich glaube, da war ich eben drinnen. Ich würde da nochmal reingehen. In einen kleinen Raum? Wenn ich du wäre, würde ich da, glaube ich, nochmal kurz reingehen. Da kann man ja gar nicht reingehen hier, ne? Da bist du wahrscheinlich. Oh, hier sind sogar Kürbis, Leute. Halloween war aber erst, war jetzt erst. Da bin ich. Ich bin neben den Kürbissen. Ich bin unter den Kürbissen. Ich will ja nichts sagen, aber ich hab so das Gefühl, du bist in so einem Haus, wo so Stein drin sein könnte, ne? Wie kommst du darauf? Ich weiß auch nicht. Vielleicht, bist du vielleicht da drin? So, wie kommst du darauf? Hä, ich weiß, ich habe so ein Gefühl irgendwie. Hä? Ich habe irgendwie so ein kleines Gefühl, dass du da vielleicht sein könntest. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ja, oh, okay. Hat sich gerade getötet? Ich bin hier. Also hier bist du auf jeden Fall auch nicht drin. Ich guck mal, oh Gott, ich sehe deinen Namen. Der Villager. Oh, oh nein, der Zombie, Leute. Ich muss ihn einfach ganz kurz hier weg. Ich höre keinen Zombie. Was ist das für ein Zombie? Du hörst keinen Zombie, sagst du? Was ist das für ein Zombie? Was ist hier los? So, hab ich mal ganz kurz jetzt hier geholt. Ich guck mal jetzt ganz kurz hier. Was ist das denn? Oh, war hier Lava etwa? Oh nein! Lava-Attacke auf dich! Oh. Nein! Oh, ich hab dich gefunden! Wie hast du mich hier gefunden? Tja, ich wusste halt einfach, dass du hier bist. Du bist hier so zielstrebig hingelaufen. Ich hab das mit der Drohne direkt gesehen. Wie konntest du mich hier sehen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab halt irgendwie so dich gehört. Ich weiß auch nicht, warum. Du schummelst! Nein, du hast doch, ich schummel nicht. Nein, zeig mir dein ganzes Inventar. Zeig all deine Hände einmal durch. Ich hab das und den Lava-Eimer hab ich gefunden in der Kiste. Mehr hab ich nicht. Du bist so ein Lügner. Ich versteck mich nochmal, okay? Ich versteck mich nochmal. Ja, ich versteck mich mal. Oh Gott, wenn wir überhaupt hier rauskommen, ne, ist jetzt hier die Frage. Ich regel das. Versteck dich nochmal und ich werde diesmal kannst du mich komplett auch zubauen. Du kannst die Tür auch zumachen. Ja, okay, das mache ich auch, weil ich glaube, dass du wirklich einfach mies am Schummeln bist. Ich bin nicht am Schummeln, ich schwör's dir. Natürlich. Nein, wirklich, ich bin echt nicht am Schummeln. Na klar bist du, jetzt hörst du auf so zu komm, lügen, wir gehen jetzt wieder zurück zum Dingens, zu dem Obsidian-Haus. Oh. Ich werde es dir sagen, ich bin hier am Schummel, du kannst mich zubauen, wie also, du willst. Ich habe das Gefühl, dass du hier die ganze Zeit belügst und betrügst. Nein, halt echt nicht, wirklich. Guck mal hier, ich bin jetzt hier drin, ich kann nach unten gucken jetzt. Ich baue hier jetzt auch zu und ich muss jetzt hier wirklich das jetzt noch krassere Versteck raus. Rausnehmen. Jetzt sehe ich hier gar nicht mehr raus. Ja, darfst du auch nicht. Hier darfst du von mir aus ein bisschen rausgucken. Ja, okay, ja. Aha, okay. Ja gut, ich würde sagen, dann versteck dich doch mal, Kaspar. Ja, ich versteck mich. Bis Let's gleich. Go, versteck dich. Ja, ich zähle gerade schon, ne? 1, 2. Okay, Leute, ich sehe ihn gerade auf den Kameras, ne? Er läuft hier gerade irgendwie unten lang. Nein, er geht aus dem Sichtfeld. Nächste Kamera. Okay, hier ist noch eine, Leute. Hier kann ich nochmal gucken. Okay, ich brauche am besten nochmal einen anderen Winkel von der Kamera. Oh, Leute, er möchte sich anscheinend als Villager verkleiden oder so, ne? Ich habe jetzt nochmal einen anderen Kamerawinkel, Leute. Was will er machen, Leute? Ich glaube, er will sich als Villager verkleiden.
Was? Oh mein Gott, was? Hast du dich eigentlich schon versteckt, Kasper? Ich habe mich ziemlich gut versteckt. Ich bin in einem Steinhaus drin, nur zur Info. Okay, ich schmeiß mal ganz kurz hier das Holz weg, damit ich jetzt hier... Ich habe auf jeden Fall nichts gesehen, ne? Also ist auch total dunkel bei mir drin gewesen. Okay, ja, du hast gerade gesagt, wo du bist? Wehe, du hast... Ich habe nicht gesagt, wo ich bin, ich habe nur gesagt, was ich... In einem Steinhaus, hast du gesagt. Ja, vielleicht auch unter einem Steinhaus. Okay, ich gucke jetzt, ich gucke gerade hier schon ein bisschen rum, sondern ich bin jetzt hier gerade schon ein bisschen am Luschern. Aha, vielleicht in dem Haus bist du drin. Alles in Ordnung. Wieso? Ich habe dich auch nicht gerade gesehen. Du hast mich nicht gerade... Bist du in deiner Drohne oder bist du nicht in deiner Drohne? Ich bin in meiner Drohne, die fliegt hier richtig mies rum. Ach, ja, okay. Ich gucke mal, könnt ihr sehen? Nee, ich sehe... Da war sie ganz kurz, okay. So, hier war dein erstes Versteck. Ich muss schon sagen, das war schon nicht schlecht, ne, das allererste. Ja, vielen Dank. Das hatte auf jeden Fall was. Ja, aber jetzt muss ich dich natürlich nur finden. Leute, das Ding ist, ich habe ja gesehen, wie er sich als Villager verkleidet hat, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo er ist. Er muss ja irgendwo rumlaufen. Recht so. Sag mal, bist du eigentlich in so einem Holzhaus drin, oder? Ich bin jetzt gerade rumgelaufen. Ich bin jetzt gerade in so ein Holzhaus reingegangen, ja. Oh mein Gott, hast du ein Haus angezündet? Nein, das war ich nicht. Das ist noch die Lava von eben. Oh Ablenkung, Gott. Ablenkung! Okay. Welchen Haus bist du denn drin? Ich bin in einem orangen Dach ein Holzhaus. Ja, bist du in dem Haus drin, ne? In welchem denn? Ich weiß gar nicht, welches du meinst. In dem orangen Holzhausdach bist du... In so einem Holzhausdach drin? Ich bin mitten in so einem Holzhausdach. Ich sehe dich! Nein, wie siehst du mich? Dein Name steht da drüber. Als wenn du mich sehen konntest. Dein Name da drüber. Ja. Und ich hab gesagt, ich cheate nicht. Mein Name steht da. Du meinst zu cheaten. Wieso hast du mich heute so krass oft gefunden? Du bist ja die übelste Maschine. Ich hab doch gesagt, ich bin der beste Heidensieg. Also soll ich dir eine Sache verraten? Was denn? Guck mal, da oben und da oben. Was ist da? Und da oben. Was sind das denn, Kameras? Da sind überall Kameras. Ich glaub's. Komm her. Komm sofort her. Ja, Selbstschuld. Du Schummler. Du Schummler. Ich hab ihn voll geprankt, Leute. Du bist so ein Schummler. Ja. Mann. Kasper. Yo. Hast du heute wieder Lust auf eine Runde Hide and Seek? Oh mein Gott, ich werde dich doch sofort finden, ey, sag mal. Da muss ich direkt losfallen deswegen, ja, ne? Ja, tut mir leid. Guck mal, da vorne, ey, gibt's auf jeden Fall richtig krasse Stecke in dem Dorf, ne? Ich würde sagen, ich habe nämlich eine Idee. Du kannst schon mal ein bisschen rumgucken, so nach Verstecken suchen und ich werde mich dann gleich hier verstecken. Und ich wette dass du mich niemals finden wirst. Und wenn natürlich werde ich dich finden. Nein, niemals. Pass auf, ich sag's so. Na, logisch. Ich bin mir so sicher, dass du mich nicht fünfmal finden kannst, dass wenn du mich fünfmal findest, du kriegst mein Haus. Habe ich gebaut gerade. Okay, du setzt dein Haus ein, dann kriegst du meine Kiste Diamanten, wenn ich dich nicht finde. Okay, fairer Deal. Deswegen gehen wir schon mal in die Stadt, Kasper. Mach ich gucke hier mal ein bisschen rum. Ich gehe mal nach Hause, Leute. Okay, Leute, jetzt hört er mich nicht. Und zwar habe ich mir ein Menü geholt, wo ich mich so in verschiedene Models morphen kann, Leute. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal ganz kurz ein Schwein. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Stadt rein, Leute. Und gucken, ob wir hier irgendwie uns neben so ein Tier am besten stellen können. Ah, ich bin schon versteckt, Kasper. Du bist schon versteckt? Ich bin schon versteckt, ja. Wie schnell hast du dich denn jetzt versteckt? Ja, kannst mal sehen, Warte mal, ich müsste doch safe deinen Namen irgendwo sehen. Bist du nee, hier meinen Namen Namen siehst du nicht. Meinen Namen habe ich ausgestellt. Den wirst du auf jeden Fall nicht sehen. Okay, du bist doch irgendwo gecrouched irgendwo hinter, oder nicht? In irgendeinem von den Häusern. Ja, natürlich bin ich hier. Oder vielleicht bin ich auch einfach irgendwo. Das Ding ist, du darfst auch Fragen stellen, ne? Das sollte mich mal nett, stellen. Bist du bei dem größten Haus im Dorf? Nein. Nee, da bin ich nicht. Aber ich könnte auch hingehen, wenn ich will. Also so versteckt bin ich, dass ich einfach hingehen könnte. Ja, okay, dann geh doch mal hin, dann sehe ich dich da sofort. Hä, ist doch dann direkt vorbei. Ja. Oder nicht? Ja, okay, ja, wenn du mich dann findest, ne? Du musst mich auch finden. Also du sagst, du musst mich ja berühren. Wir machen ja Hide and Seek mit berühren. Das heißt, du musst dich einmal schlagen. Okay. Mann, ey, ich sehe dich halt nicht. Auch dein Name. Ich sehe dich. Du siehst mich jetzt gerade? Melk doch mal die Kuh, Kasper. Melk doch mal die Kuh. Als wenn du mich hier siehst. Was mache ich gerade? Ey, auf sie zu schlagen. Sie ist ganz wütend jetzt. Wo siehst du mich? Wo bist du? Du bist hier im Brunnen drin, oder? Ja, natürlich bin ich im Brunnen drin. Natürlich. Nein, da ist niemand drin. Hä? Tja, warte mal. Bist du überhaupt du selbst? Bist du selbst? Weiß ich nicht. Okay. Du bist ein Gegenstand, ne? Du bist safe. Was bist du? Gegenstand? Bist du hier so ein Erdblock oder sowas? Was bin ich? Bist du hier die Kuh oder der Erdblock oder so? Ja oder wer nein? Weiß, ne? Keine Ahnung, was du ich bist bin. Hier die Blume oder was?
nein. Wie die Blume. Ja, der Villager. Du bist hier der Villager vor mir. Na, ich weiß es. Mich? Siehst du mich? Ja, hier vor mir, oder ganz nicht? Ganz schön große Augen hast du, Kaspar. Ganz schön große Augen. Oder bist du der? Ich bin am Weinen. Ich bin am Weinen. Oh. Hä, du weinst? Ja, guck doch mal den Villager an, der ist am Weinen. Du siehst dich irgendwo. Wo bist du? Ja, das bin ich. Bist du das Schwein hier? Was? Bist du das Schwein? Was? Warum soll ich das Schwein sein? Warum soll ich das Schwein sein? Schwein. Ehrlich? Was macht das Schwein denn? Warum? Was macht das Schwein? Es läuft einfach rum. Als ob wir ein Schwein sind. Du bist die Kuh. Oder das Schaf hier oben. Ich wusste es, dass du das Schaf bist. Warte mal. Nee, auch nicht. Bist du das Schwein? Oh. Komm, sei ehrlich. Nein. Bin ich du nicht. Bist das Schwein! Ach nein! Du bist nicht, ich wusste nein. es! Okay, okay. Ey, Mann, okay. Alter, ist mal, krasses Versteck. Ey, 1-0 schon mal für dich. Ach Mann, ey. Okay, weißt du was? Weißt du was? Okay, ja, was okay, das war nicht schlecht, aber ich sag, jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden, ne? Ich geh jetzt kurz nach Hause. Bin ich aber gespannt. Und werd mir kurz was überlegen, ja? Ja, mach das, du mach das. Jetzt ich guck sehen, ich krieg mir das Dorf hier mal ein bisschen weiter ein. Also krieg dir jetzt ruhig ein, das, du wirst sehen. Okay, Leute, oh. Ich geh jetzt mal wieder in die Stadt rein. Ich habe hier jetzt ganz gut versteckt gerade. Okay, ich würde sagen, ich bin versteckt, Kaspar. Ja, du bist versteckt. In Ordnung. Ich bin versteckt, genau. Oh mein Gott, das ist so ein gutes Versteck. Du wirst mich niemals finden. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Spring doch mal in den Brunnen rein, wenn du willst. Spring mal in den Brunnen rein. Was? Ja, los, okay. Mach doch. Trau dich. Okay, du siehst, wenn du mich siehst, was mache ich gerade? Nichts. Mach ich hier du nicht. Du machst gerade irgendwo, du tanzt gerade oder so. Was machst du gerade? Ja, okay, Toilette? Du siehst mich also nicht gut. Du siehst mich also nicht gut. Ja, okay. Das heißt, ja, du bist ziemlich weit weg. Okay. Ja, ich könnte ziemlich weit weg sein. Hier oben irgendwo? Bist du hier drüben? Bist du ein Lebewesen? Ja, nee, geht ja, so. Was denn jetzt? Wie geht's na, so? Ja geht oder nein? So, geht so. Ja, was ist denn das für eine Antwort? Geht so. Man geht ist ein Lebewesen so. Oder nicht? Nein, 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 nein. Natürlich bin ich ein Lebewesen. Okay, dann nicht. Dann nicht, okay. Hier irgendwo, was? Bist du hier? Okay, kein Lebewesen. Das heißt, du bist ein Block, oder? Bist du ein Block? Irgendwas? Nein, ich bin doch kein Block. Ich finde, du solltest dich mal ein bisschen bewegen. Wenn du cool bist, dann springst du jetzt 5-mal hoch. 5-mal hochspringen? Mhm, dann müsste ich das sehen hier irgendwo. Ich bin schon einmal gesprungen. Einmal bin ich schon gesprungen. Was? Niemals? Ja, doch. Einmal bin ich schon gesprungen. Wo bist du denn? Hä? Oh, zweimal bin ich jetzt schon gesprungen. Schon? Ich bin jetzt schon gerade 2-mal gesprungen, Kaspar. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Ja. Und ich bin 5-mal gesprungen. Jawohl. Was? Okay. Hier oben irgendwo? Wo bist du denn? Ich seh dich. Fall doch runter, Kaspar. Fall doch runter. Hier? Bist du in der Nähe von dem Brunnen oder siehst du mich von ganz weit weg gerade? Ich seh dich jetzt gerade. Ich bin in der Nähe vom Brunnen, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall gut getan. Ich bin auf jeden Fall sehr gut getan. Okay, also du bist ein Gegenstand in der Nähe vom Brunnen. Ja, genau. Ich bin Gegenstand in der Nähe vom Brunnen. Bist du in einem dieser Häuser hier? So ähnlich. Hier war eine Geistertür. Wie eine Geistertür? Ah, es war nur ein Villager. Okay, ist nur ein Villager reingegangen. Ah, ja. Das wärst du gewesen. Hier irgendwo? Hier vorne vielleicht? Nein, ich muss mich unterhalten. Wo bist du denn? Hier oben, oder was? Oh, ich sehe das so, dass wir so Minecraft-Noobs sind, ne? Hier auf dem Dach? Wo bist du denn? Wo bist du jetzt hin? Bist du hier dieser Ständer, oder was? Nein, bin ich nicht. Nein? Okay. Du bist hier... Nee, das ist der Airblock? Nee, auch nicht. Hä? Oh mein Gott. Du bist safe hier im Haus drin, oder nicht? Hier der oh Tisch. Oh mein Gott. Ist hier der Tisch? Oder hier irgendwie das Fenster oder so? Nee. Ah, oh mein Gott, hey. Stehen geblieben. Nein. Oh mein Gott. Ich hatte gerade Angst, dass ich aussehen das Fenster... Guck mal, weißt du, was meine Angst gerade war? Ich stand ja am Fenster, ne? Und ich dachte, du wirst vielleicht so hauen und dann durchhauen und mich dann treffen. Deswegen muss ich wegrennen. Oh nein. Ich dachte, der ist da natürlicherweise gespawnt. Ja, pass auf. Jetzt, ich hab noch was viel krasseres. Jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden. Okay. Und diesmal. Ich bin mal ganz gespannt, was du da sehen. Alles klar, Freunde. Ich habe jetzt was richtig krasses vorbereitet. Und zwar habe ich unten einen krassen neuen Trank in meiner Mine. Ich hole den mal ganz kurz, Leute. Ihr werdet auf jeden Fall nicht sehen. So, Leute, ich bin jetzt verwandelt. Ich sehe auf jeden Fall gerade noch nichts. Pass auf, okay. So, Leute. Oh, pass auf. Okay. Kaspar, ich bin übrigens schon versteckt, ne? Ich bin versteckt, wenn ich du wäre. Okay, ich komm runter. Also du kannst auf jeden Fall dingsen, ne? Du kannst auf jeden Fall schon suchen. Okay. So. Da guck ich mal genau hin. Oh, ich muss sagen, mein Versteck ist auf jeden Fall richtig krass, muss ich sagen, ne? Das ist richtig krass. Heftig. Okay. Das ist echt unnormal. Ich glaube, ich richtig schnell.
Ja? Aber das ist echt auf jeden Fall unnormal. Hier sind die Türen auf? Hier drinnen vielleicht? Nee, auch nicht. Hast du den Villager hier? Haben Sie was gesehen hier? Hallo? Bist vielleicht du der bin Villager? Ich auch in der Kiste neben dir versteckt, Kaspar. Kann natürlich auch sein, ne? Als wenn du mich hier siehst. Das kann natürlich auch sein, ob ich jetzt, wenn ich hier gerade in der du Kiste bist bin. Bist du hier in so einem Standfeller oder so? Warte mal. Bist du ein Block diesmal? Nee, ich bin diesmal kein Block. Ein Block bin ich diesmal nicht. Nein, Block bin ich diesmal nicht. Okay, das heißt auch keine Blume. Also du bist kein Gegenstand, okay? Gegenstand? Nein. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Gegenstand bin. Hey, hier ist eine Biene! Ehrlich? Ey, die erntet einfach auf dem. Die erntet die Futter hier, guck mal, nimm mal. Hä, als ob? Wie? Hä, als ob? Als wenn Bienen sowas essen hier. Hey, jetzt ist die Kartoffel. Hey, die hat die aufgesammelt. Ich seh dich aber gar nicht. Ich seh dich aber gar nicht jetzt gerade. Hier hast du mich gesehen hier vorne? Hier? Du bist ja, da sehe ich dich. Ja, gönn dir doch die Wassermelone, Kaspar. Gönn dir doch die Wassermelone. Wo bist du? Du musst hier. Du bist das Schwein hier hinten, ne? Du bist hier hinten das Schwein, ich weiß es. Quiek, quiek. Ja. Quiek. Au, hör auf mich zu schlagen. Ja, als wenn ich da drauf reinfalle. Du bist nicht das Schwein, hier. Ja, mal gucken. Anscheinend auch nicht. Okay. Hey, Mr. Biene. Ja. Guck mal, die Biene ist bei dir, oder was? Ja, hier ist gerade so eine Biene, die guckt mich genau an. Au, lass mich nicht stechen hier. Ehrlich? Die soll mal abhauen. Au, die sticht mich. Was? Ey, die hat dich gestochen. Oh mein Gott, jetzt verfolgt die mich. Als ob die Biene dich verfolgt. Als ob die dich verfolgt. Ich muss schnell ein Haus. Warte mal, die können doch keine Türen öffnen. Ich geh schnell in ein Haus rein irgendwo. Hier, das hier. Ah, oh Gott, hier bin ich sicher. Oh mein Gott, nein. Was ist das für eine Biene? Oh mein Gott, die hat die Tür aufgemacht. Hä, jetzt Was ist das für eine... Hau auf. Ich hau die zurück. Hey. Was? Ey, du hast die Biene? Nein. Hä, wie hast du das denn gemacht? Ich habe so einen Zaubertrank mir geholt. Als wenn du die Biene warst. Ja. Mann, ich wollte dich ein bisschen pranken, muss ich sagen. Okay, weißt du was? Jetzt aber pass auf. Jetzt mache ich komplett. Du wirst mich auf gar keinen Fall jetzt finden, Kaspar. Niemals. So wie die anderen drei Male, die ich dich auf gar keinen Fall gefunden habe. Ja, du wirst mich jetzt niemals finden. Du wirst schon sehen. Okay, Leute, diesmal, Alter, was so krasses, Alter. Der wird mich niemals finden. Und zwar, guck mal. Einfach ein Stein. Gott, kann ich hier durch? Ich bin zu dick. Warte, so jetzt. Jetzt soll ich mich ganz schnell da verstecken, Leute. Ich bin schon versteckt, Kaspar. Ich weiß nicht, wie du versteckt? Aber ich bin versteckt. Ja, ich bin versteckt. So schnell auf einmal, oder was? Ja, ich bin so schnell versteckt. Jetzt kannst du mal. Wirst du mal auf jeden Fall sehen, wie schnell ich versteckt sein kann, ne? Okay, ich sag jetzt, du wirst mich niemals finden. Niemals wirst du mich finden, Kaspar. Sagst du? Okay. Ja, auf gar keinen Fall. Wo bist du? Bist du hier einer dieser Villager? Ja, guck mal, wie ich dich angucke. Bau doch mal die orange Wolle ab, wenn du willst. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Bisschen so die Blumen hier, die kleinen Gänseblümchen. Als wenn du hier bist, direkt. Platzier den doch. Ey, das Gänseblümchen, was soll das denn? Du bist hier, du bist der Villager hier, ne? Aua! Oh, dann bist du der hier. Aua! Ey, nicht zu viel hauen, ne? Sonst hast du gleich keine Versuche mehr. Okay. Aber es ist schon ein bisschen doof von dir, dass du gerade die Karotte, jetzt das Karottenfeld kaputt gemacht hast, ne? Okay, also hast du mich eben gesehen, also jetzt gerade siehst du mich nicht. Okay. Hör mal auf, du tanzt, wir sind ja nicht im Tanzduell. Okay, du siehst mich also. Ja, ich sehe dich. Also die Aussicht von dem Haus hier oben, muss ich echt sagen, sieht richtig gut aus, ne? Das sieht richtig da oben, gut aus. Oder was? Ja. Okay, warte mal, ich habe eine Frage. Bist du ein Lebewesen? Ja, ne? Nein. Also, du bist kein Lebewesen. Ich bin kein Lebewesen. Und ich gebe mir auf jeden Fall gleich einen Namen, aber wenn ich den Namen jetzt verraten würde, dann wüsstest du auf jeden Fall, was ich bin. Du hast gesagt, oben beim Haus. Bist du oben beim Haus gerade? Nein. Oh mein Gott, da wolltest du mich veräppeln. Okay, also das heißt, du bist hier unten. Es kann sein, dass du jetzt die Position wieder gewechselt hast, ne? Kann sein, ja. Ich sehe dich jetzt gerade zum Beispiel nicht mehr. Aber nicht mehr. Kannst du die Häuser bitte in Ruhe lassen für den armen Villager? Die haben nichts getan. Ja, ich dachte, du siehst mich nicht mehr. Das ist ja wohl falsch. Also ich gebe dir einen Tipp. Ich bin in der Nähe von Stein. Das ist so mein. Aber hier ist halt viel Stein, ne? Hier ist überall Stein. Hier war ich ja schon mal eben. Hier, also bist du in der Nähe von dieser Kirche hier? Ich bin jetzt gerade mal so. Ja, also ich meine. Ja, okay. Zwei Fenster oben, zwei Fenster unten. Die zweite Etage sieht auch sehr gemütlich aus, wo du gerade bist, Kaspar. Sieht auch sehr gemütlich aus, ne? Aha, okay. Kannst du auch immer das Glas kaputt zu machen? Das ist ganz schön. Als wenn du mich da siehst. Und oben bitte nicht runterspringen, okay? Oben bitte nicht runterspringen. Okay, warte mal. Bist du hier irgendwo? Bist du hier auf diesen schwarzen Blöcken? Wieso bist du so still? Was? Was? Nein. Wieso bist du so still gewesen, als ich da gerade runtergesprungen bin? Warte mal, bist du hier? Hä? Stehen geblieben! Nein. Als wenn du der Stein noch bist! Bleib stehen! Oh nein! Ja! Hey, yo,
Ich hätte dich niemals dort gefunden. Ey, Mann, Alter. Oh. Aber das weißt du was? Dass ich mich jetzt trotzdem gefunden habe. Ich wusste, dass wir beim zweiten Mal. Ich verrate mich selber, ist das Problem. Ich hatte so eine Ahnung, aber ich wusste es. Es war alles oder nichts. Wenn du mich jetzt nicht findest, dann kriegst du mein Haus. Wenn ich dich jetzt, wenn ich jetzt ungefunden bleibe, dann krieg ich da die Diamanten. Okay. Ich bin mal gespannt. Bis gleich. Okay, Leute, jetzt habe ich so einen krassen Plan. Und zwar, es gibt nämlich so Sachen, was ich gerade eben gesehen habe, Leute. Und zwar nämlich jetzt das hier, Leute. Oh mein Gott, ich bin einfach so eine Hake. Okay, das heißt, ich muss jetzt einmal ganz das Fliegen aktivieren. So, Fliegen ist aktiviert und jetzt kann ich. Oh. Okay, ich bin versteckt, Kaspar. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin versteckt. Ja, ich gucke gerade noch rum. Ich habe schon ein bisschen geluschert, ob ich dich irgendwo schon rumgehen sehe, aber anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ja, okay. Check auf jeden Fall alles. Also, genau, ich bin versteckt. Check auf jeden Fall alles ab, ne? Auch den Villager mit dem Creeper Cape und. Mit dem roten Hut und die Kisten mit dem silbernen Schloss und goldenem Schadenbeschloss. Okay, das bist du nicht. Bist du das hier? Nee. Bist du ein Lebewesen? Lebewesen bin ich nicht. Nein, Lebewesen bin ich nicht. Hä, hier in dem Haupt. Hä, die Hake war doch hier eben noch nicht, oder? Den Villager jetzt da angehangen, oder wie? Bist du in dem Haus gerade safe, oder? Nein, bin ich nicht. Bin nicht in einem Haus. Du bist nicht in einem Haus und du bist kein Lebewesen. Nein. Die hier oben. Ja, safe hier oben. Bist du auf dem Berg oben? Ja, ne? Nein, bin ich nicht. Auch nicht? Bin ich nicht. Nein, ich bin nicht auf dem Berg. Du bist auch keiner von diesen drei Villagers. Also, ich sag auf jeden Fall so, du warst auf jeden Fall gerade schon in der Nähe. Du warst gerade schon sehr in der Nähe. Okay, so, dann wieder zurück. Bei den Schloss also, und so, du warst schon, sehr, sehr nah. Hier ist heiß wahrscheinlich, ne? Hier. Also auch bei dem einen Haus eben, war auch schon sehr nah dran, muss ich sagen. Das war gerade schon sehr nah dran. Wo ist denn die Hake? Ist sie jetzt hier reingegangen, oder was? Drin irgendwo? Jetzt kommt der Villager hinter mir her. Hier, hau mal ab hier. Da. Ich sperre dich hier drin ein. Okay, so. Ja, alles gut, Kasper, okay. Alles gut. Bist du die Hake? Bist du die Hake irgendwo? Wo bist du denn? Ich bin nicht die Hake, nein, bin ich nicht. Na gut, okay. Hier oben, dann twitter ich mal hier oben. Ja, das macht so viel Spaß. Was? Wo bist du denn? Ich bin hier nirgendwo. Siehst du mich jetzt gerade? Ja, hör mal auf, jetzt hier am Brunnen da rumzulaufen. Ich sehe dich doch jetzt gerade. Hier ist eine Tür aufgegangen. Hier, der Villager. Hau ab hier. Ja, der arme Villager. Also. Oh mein Gott, ich sehe dich! Nein! Oh, stehen geblieben! Nein! Stehen geblieben! Hä? Wo bist du? Wo bist du? Als wenn, wo bist du hin? Ja, ich sag, du wirst dich niemals kriegen. Glaub mir. Du kriegst mich niemals. Hey! Was? Ich hab dich da genau gesehen. Ey, Mann, was? Oh mein Gott, da warst du einfach die Hake. Nicht schlecht. Oh, warte, okay, dann komm mit. Sekunde. Okay, weißt du was? Hier. Was denn? Das ist dein Haus jetzt. Ja, hier, ich geb dir deinen Schlüssel. Haus. Das hier. Ist mein neues du Haus. Hast, ja, mein neues Du musst auch schon den Schlüssel Haus. Nehmen, ne? Du musst. Ja, ist ja gut, entspann dich. Ja, jetzt kannst du die Tür noch fahren zu deinem neuen Heim. Ich will den Sieg genießen, das ist hier mein Triumph, ja? Ja, dann mach ruhig die Tür auf, Kasper. Aufmachen und... Oh Gott, wieder aufgeschlossen. So, zeig mir hier was. Ja, viel Spaß. Hau rein, bis zum nächsten Heidensieg, Kasper. Danke. Ciao. Was geht ab, Kasper? Hallo. Guck mal. Ey. Du bist bei meiner Farbe und ich bin bei deiner Farbe. Lass mal tauschen. Ist so, Alter. Ja, komm, nimm du mal rot. Ist so, ich gehe zurück. Doch, so, ich will Rot haben. So. Okay, ich bin bereit. Du so. Auch? Okay, ich bin bereit. Wir haben jetzt hier anscheinend krasse Geschenk-Lucky-Blöcke, ne? Cool. Okay, bist du bereit? Ich mach auch wieder das Ding. Ich bin bereit und... Oh mein Gott! Hexe, nein! Oh, ab, ja! Und ihre ganzen Katzen. Ich hab was hast du da? Endertruhe, aber die bringt mir gar nichts. Hä? Wie, die bringt dir nichts? Was kannst du da nichts machen, oder was? Da ist auch nichts drin oder so. Okay, na gut, egal. Okay. Dann machen wir das nächste Ding als hier auf, ne? Du hast so eine Mietzekatze bei dir. Wow! Oh mein Gott, da gehst du drauf. Los, knall ihn ab! Ja, genau so! Nein. Weiter. Oh mein Gott, die haben ein krasses Schwert gedroppt, du hast es nicht gekriegt. Oh mein Meine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Guck mal, was ich bekommen habe. Ich habe eine komplette Eisenrüstung mit Eisenschwert bekommen. Hä, was? Wie unfair ist das denn, Alter? Let's go! Das ist voll unfair. Okay, komm, ich mach jetzt hier mal ein nächstes Ding auf. Mal gucken, was hab ich jetzt hier? Oh mein Gott! Eine Armbrust! Sogar mit drei Pfeilen! Mit... Oh mein Gott!
Alter, das war knapp. Hä? Ich okay, hab alles Ding, gut, alles gut. Schnellladen, hä? Durchbohren 4, Fluch des Verschwindens. Was hast du da für eine krasse Armbrust bekommen, sag mal? Die sieht auf jeden Fall sehr, sehr stabil aus, muss ich sagen, ne? Machen wir das nächste Ding auf. Oh mein Gott, Hilfe! Ich bin hier oben! Ich bin hier oben! Oh mein Gott! Wo bist du? Ich bin hier auf einmal hochgeflogen. Hier oben! Neben dir jetzt. Ich bin hochgeflogen. Ach, wir haben Federfall jetzt. Ach so, okay. Ja, ich auf einmal sogar. Aus dem Nichts. Ich bin richtig weit hochgespawnt. Noch eine Armbrust, ey. Oh, darf ich eine haben, bitte? Ich kauf dir eine ab. Okay, warte. Komm. Ey, Bro, wirklich, wer spielt so? Hau ab jetzt, lass das nicht, nicht hauen. Wir battlen uns gleich am Ende. Keine Sorge, okay. Kasper. So, okay, ja dann ja machen wir das nächste Ding auf. Ich habe jetzt natürlich aber viel mehr Pfeile bekommen, was gut ist. Oh nein. Dunkelheit und Gift. Wo ist mein Lucky Block? Wo ist der denn? Nein, bitte nicht. Hast du es auch? Ah, och Mann, ey. Und, Abbau. Oh, Alter. Was ist das denn? Das ist doch unglaublich. Guck mal hier, was ich hab. Jetzt. Guck mal. Willst du diesen Eisenhelm haben? Hier, bitte, ich werf ihn dir zu. Ah, okay, er konnte es nicht fangen. Die Eisenbrustplatte vielleicht. Hier, bitte. Oh, das tut mir ganz doll leid. Sorry. Bist du nicht weit gekommen? Ich hab's verstanden. Die Hose wolltest du auch noch? Hier, bitteschön. Oh, geh weg damit. Hör auf damit! Okay, oha. Die Schuhe willst du auch haben? Hier, bitte. Alles die sind klar. Anscheinend richtig krass. Okay, ja, okay, ich hab's verstanden. Okay, weiter geht's. Mein Gott, ja, ey. Gut. Dann machen wir hier das Ding auf. Oh mein Gott, Mecca! Ey, ich hab nur Pech. Guck das Alter. Mal an. Und das wäre eigentlich meine Farbe gewesen am Anfang. Ja, eigentlich hab ich. Oh, du hast eine Absicht getauscht. Okay, was kriegst du? Wer weiß. Wie ist das und? Ein Polarbär. Oh, Umka! Der heißt Umka. Umka? Oh mein Gott, ich hab. Was ist denn Name? Was ist das denn? Lucky nein, Umka! Trident? Was kann das was machen? Was ist das denn? Oh mein Gott, ein Speer! Nein! Oh mein Gott! Das Speer hat Harpune 5, Schärfe 5, das hat 14 Angriffsschaden, ne? Was? Der ist ja anders stark! Der ist wanted bei mir jetzt. Oh mein Gott, du darfst das ist richtig nicht krass. Okay, komm, okay, mach ich brauch langsam mal Essen. Oh nein! Ne, Essen brauch ich zum Glück nicht. Okay, ich mach das nächste Ding auf jetzt hier, ne? Mal gucken, was haben wir hier? Ganz toll. Ich hab jetzt. Oh mein Gott! Nein! Was hast du jetzt da bekommen? Oh mein Gott! Oh, Bro! Das kann nicht sein! Enchanted Schutz 4! Oh nee. Alter, und das Platte Schutz 4! Explosionsschutz! Natürlich ziehst du dir das krasseste, was geht! Ja, oh, kannst du mal sehen. Das Ding ist. Ich bekomme. Oh, kriegst du? Oh! Der Bogen sah heftig aus. Das ist ein Witz. Darf ich damit einmal abschießen als Test? Nein! Es heißt, der heißt irgendwie Fluch des Verschwindens. Was bringt das jetzt? Hast du irgendwas bekommen? Nein, mach nicht, ich bin wanted dann. Ich bin wanted, ich hab nur 5 Herzen. Echt? Das regeneriert auch nicht. Ach so, okay. Jetzt ist mein Armus ist auf jeden Fall geladen, falls du was machen willst. Ist in Ordnung. So, mach mal so, Wurst hier. Auf, da. So, hier. Oh mein Gott. Jetzt das glaube ich nicht. Was ziehst du denn da gerade für Sachen? Schärfe 5 Neverite-Schwert. Alter. Wie viel Angriffsschaden? Wie viel Angriffsschaden? Verbrennung 14. Haltbarkeit 3. Keine Bindung Chance 3. So. Yeah, ja, wie, was soll ich da denn machen, will ich das mal. Aus dem? Was kriegst du? Was kriegst du? Ah. Ja, Bro, ich verliere und fall runter. Ja, das finde ich überhaupt. Ich finde das auch nicht witzig, Digga. Ich finde das, find das, find das sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Ich finde das ja sehr, sehr witzig. So, tja, da Pech bin gehabt, ich schon ne? wieder, Mann. Ich habe so eine krasse Ausrüstung. Kann auch nicht jeder schon, so viel Glück haben wie du da, Alter. Das ist ja richtig. So eine krasse Ausrüstung. Allein das Trident, ne? Da geht mit Harpune 5. Okay, wollen wir weiter, das nächste Ding aufmachen? Und. Oh! Was hast du denn? Papagei! Ich hab Papagei! Ich hab noch ein Neverite-Schwert. Ey, komm, gönn eins. Gönn bitte. Das gleiche. Komm, ey, gönn, ist, Bro. Warte, das ist besser. Plünderung 3. Hä, das Schwert ist ja richtig. Das. Oh! Bro! Ding! Nix da. Die Vögel. Mann! Okay, mach mal aus, das Ding da. Aus. Das blöde Ding, mach's mal aus. Ja, okay. Hier, komm, ihr müsst aufhören, Jungs. Ihr müsst aufhören zu singen. Ich mach jetzt auch mal den nächsten Lucky Block auf. Mal gucken, was hab ich jetzt? Oh mein Gott, nochmal. Was? Das Trident. Es reicht jetzt gleich! Du bekommst jetzt so krasse Sachen und ich bekomm. Bro. Nein! Du hast ihn verloren! Aber das Ding ist, ich hab davon noch. Ja. Hey, ich hab ihn wieder! LOL, er kommt zurück zu dir! Okay, dann werde ich den auf jeden Fall. Zack! Okay, jetzt hab ich. Das Ding ist. Mal bloß ab ich hab, damit. Hab ich runtergeworfen, okay. Das Ding, ne? So, wir gucken. Ja. Jetzt haben wir Lucky Blöcke. Oh mein Gott, ja! Verbrennen! Oh, deine ganze Rüstung geht kaputt. Das tut mir aber leid. Okay. Du willst also wissen. So, machen wir das Feuer jetzt mal aus hier, ganz kurz. So, ausmachen. Ich mach meinen nächsten auch auf hier oben und. Ey, komm, also echt, Mann! Nur so Müll! Die bringen nicht wirklich viel, die Rüstung, ne? Die bringen nicht wirklich viel. Die bringen original gar nichts. So, aber jetzt kriegt man nicht so viel Schrott. Das finde ich ganz gut. Ja, das stimmt. So Schrott. Ja, das stimmt. Sonst kriegt man richtig viel Müll. Oh mein Gott! Hä? Oh mein Gott, du bist angegriffen! Los! Nein! Hä, was sind das für Dinger?
Oh mein Gott, das Bellen. Ist... Hilfe! Hilfe! Alter, wo bist du? Oh, oh Gott. Okay, warte. Aua, hör auf, auf! Ah, was sind das denn Teile? Das auch nicht. Die greife ich die ganze Zeit. Bro, an. Ich werde sterben jetzt. Ich bin über dir. Aha. Ah, au, Bro, was machst du? Was hab ich denn gemacht? Wieso? Ja, du hast mich gehauen in der Luft und dann bin ich verbrannt. Gar nicht. Ey, der haupelt die ganze Zeit. Warte. So, ich habe ihn kaputt gehauen jetzt hier bei mir. Endlich mal. Hat sich das wenigstens gelohnt? Habe ich jetzt hier wenigstens coole Sachen bekommen? Hast du überhaupt was bekommen? Nee, ne? Gar nichts. Und ich habe auch. Und ich habe den krassesten Bogen überhaupt bekommen. Wieso? Was hast du? Bro, das ist der krasse Bogen, Alter. Unendlichkeit, Schlag irgendwas, Alter. Flamme und Schlag und Unendlichkeit ist jetzt nicht so. Oh! Oh, bitte gönn. Feuer, komm. Also die ist sogar schlechter. Feuerschutz. Gönn mir die bitte. Ich habe nur Eisen. Ich hab Diamantstiefel nochmal besser, meine Rüstung jetzt. Eisenhelm, Feuerschutz 3. Ey! Oh, tut mir leid. Bist du runtergefallen? Ist echt unglaublich, ne? Mann, ist echt unglaublich von dir gewesen. Ja, ne? Ist ja gut. Aber so, komm, Ding ich mach auch den hier auf jetzt und. Das Ding ist, ich will dir mal was zeigen. Guck mal. Oh, noch ein Bogen, Bro. Wie viele Bögen bekomme ich? Ich habe jetzt mein dritter. Guck mal, das, alles weg. Das ist alles nicht weg. Hier, ach so, okay. Willst du diesen krassen Lucky Bow haben? Hier, weg damit. Hast du zwei davon bekommen, oder was? Zwei, und ich habe so noch einen dritten. Zack, auch weg damit. Hey, unglaublich. Ich habe drei keine bekommen. Blöcke mehr. Ich habe noch 45, so nur kann ich noch welche geben. Okay, ich mache jetzt hier den nächsten Lucky Block auf. Ja, mach mal. Oh, ich habe alles. Ich habe gerade alles, was man haben kann. Ah, so Verzauberung. Okay, aber das läuft ja Gott sei Dank ab. Das läuft zum Glück ab. Oh mein Gott. So. Nein! Was hast du? Zusatzherzen! 6 Stück! Hä, ich hab das doch auch. LOL, ich hab 6 Zusatzherzen bekommen! Rote? Nein, das geht nicht weg. Ich glaube, das geht erst weg, wenn ich draufgehe. LOL! Du meinst ich hätte einfach 6 Herzen mehr! Hä, nee, 6 normale, 6 rote! Hä, was? Oha! Einfach 6 rote Zusatzherzen bekommen, Alter! Hä? Und jetzt hab ich auch krasse Effekte durch dich bekommen nochmal! Jetzt hab ich, Alter! Ich hab 22 Herzen gerade! Ich hab auch extrem viele Herzen gerade zu sich. Bro, was geht gerade ab? Okay, warte, oh mein Gott. Ich muss auch nochmal aufmachen. Oh! Pass doch auf damit, sag mal! Das hätte ich nicht machen sollen. Ey, ich hab jetzt nur noch 3 Herzen extra, verdammt. Ja, ich hab immer noch 22 Herzen, ja, so soll's auch bleiben. Ja, ist natürlich krass, ne? Ich mach hier das nächste Mal. Oh mein Gott! Die Eck, guck mal, ich hab welche for free bekommen, Lucky Blöcke. Ich hab Essen endlich bekommen, oh mein Gott. Ey, das brauch ich auch, das brauch ich. Oh mein Gott, nein, aua! So ist es essentiell, ne? Kaktusfarm. Oh mein Gott. Also bitte, ich muss was gut, Essen keine Sorgen mehr machen. Netherite-Schwert, endlich! Hör auf damit, Digga! Mach dir jetzt keine Faxen, wenn ich fällen. Jetzt hab ich nur noch... Oh Mann, jetzt hab ich... Nein! Ja! Ja! Nein! Und ich bin rausgekommen. Ja! Was? Wo ist denn die Spitzhacke her? Oh, meine Effekte gehen langsam weg. Nein! Meine okay, auch. Das hält auf jeden Fall nicht ewig. Oh nein. Lol. Essen! Ja, meine extra Herzen sind weg. Okay, na gut, halb so wild. Ich mach den nächsten Lucky-Block auf. Ja. Was soll ich denn damit? Hä? Das ist eine Lederrüstung. Ja, ist ja richtig schlecht. Das Ding ist, du hast... Alter. Oh mein Gott, ein Haus. Hä? Ist da drin irgendwas? Ich guck mal, habe ich genug Blöcke, da jetzt einzugehen? Ja, habe ich. Ein, so und... Eine Hexe. Oh, eine Hexe! Hä, bei dir ist aber... Du kannst ja schon jetzt Sachen machen bei dir drin, ne? Schon bewusst. So? Was machst du da? Hä, man kann... craften. Weg mit dir. Oh mein Alter. Gott, als wenn du das überlebt hast. Alter, du hast mich auf die andere Seite gehauen. Jo, okay, jetzt hast du aber dafür einen Lucky Block da for free, ne? Guck mal, den blauen. Stimmt, den darf ich jetzt nehmen. Dankeschön. Den darfst du nehmen. Machst danke du noch. Dir. Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott, was eine Falle. So. Was für eine Falle. Ach, Mann, ey. Tja, Mann, ey. Okay. Ja, weißt du, das passiert davon. Oh Gott, okay, weiter geht's. Was ist hier drin? Ich hab... Was hast du bekommen? Schärfe 3 Steinschwert, Bro. Was ist oh, das denn? Ich hab TNT bekommen. Nein, ich hab's gesehen gerade. Oha, mit einem Feuerzeug sogar. Ich will es sogar anzünden jetzt gerade. Das kannst du nicht machen. Ey, ich will jetzt auch mal, ich will auch mal was Cooles was bekommen. Was jetzt aber was du? Richtig. Ey, Bro, eine Kaktusfalle. Voll cool. Die machen sich über mich lustig alle. Was soll das denn? Voll cool. So, und. Oh. Ich hab einen Bogen. Lucky Bow auch? Kraft 4, aber der hat keine Unendlichkeit. Ja. Schlecht, Bro. Normaler Bogen bis jetzt. Also. Ich hab dadurch aber mehr Dings bekommen, schon besser, ne? Okay, komm, wir machen das nächste Ding auf. Jetzt hier. Okay, ich zeig dir mal was. Alles entspannt. So. Bro, da war eigentlich nichts drin! Was ist das denn? Wow! Oh mein Gott! Wow. Oh mein Gott, nein! Willy! Willy! Nein, das okay, war's komm mit ihm. Wir gehen wieder nach unten, okay, ey. Das weiter, ist ja weiter, richtig cool. Okay, mach auf. Ey, was? Oh, er gönnt mir. Komm, jetzt geile Sachen. 4 Stück oder was? Was ist das denn? Hä?
Ja, oh, nee, eine Hexe. Ne? Jetzt hext die mich sogar auch noch mal kurz, bevor ich die runterwerfe. Ne? Oh, nee. Mach nicht, mach nicht. Oh, was machst du denn? Ja, was? Das habe ich in Luft gesprengt komplett? Normal, normal. So stark war das? Alter. So, guck mal, ich zeig dir mal, wie das funktioniert hier. Und? Ja! Full Dia! Nein. Full Dia, Bro. Nein, nee, nicht Full Dia. Du hast Eisen oben. Ah, nee, stimmt. Eisen, ey. Okay, ich mach mal nächsten Lucky. Und noch mal mehr Dia! Das glaube ich nicht. Nö, ne? Da sind wir ein guter Zombie. Was ist denn das für ein Schreiben, okay, Zombie? Der hat mir einen Dreizack jetzt gegeben. Hör auf! Ich hab nur ein Herz. Ja. Hör auf jetzt. Oh, er kommt aber nicht zurück. Ja, das ist auch schlecht, das Ding. Okay, mach dein auf. Mach dein auf, zeig mal. Ah, schade. Pech. Okay, okay. Der hängt jetzt da. Okay, mach auf. Hä? Oh mein Gott, Bro, ich hab ein Herz nur. Ja. Alter, die sollen mal aufhören hier damit. So will ich das doch auch. Schusssicher 5 habe ich hier eine Panzerung. Ne? Ich glaube, die ist sogar fast besser. Die könnte echt gut sein, ne? Gegen Bogen und so? Safe stark. Ich hab Eier bekommen. Aua. Aufhören. Hallo, ich bin in Gefahr. Hören Sie bitte auf damit. Okay. Okay, zeig mal, was hast du? Und? Eine neue Spitzhacke. Aber bring nicht so viel, ne? Eine Spitzhacke, muss ich sagen. Nee, da hab ich auch eine krassere schon. Jetzt nicht so krass. Alter, was hast du denn da für komische Sachen immer bei dir, sag mal? Okay, ist einfach nur so ein bisschen und Lava! Oh nein. Lava! Hab ich irgendwas Lava. Anderes? Okay, komm. Wir machen das nächste Ding. Und zwar das nächste Teil los. Auf. Und? Na, Eisenrüstung ist nicht so krass, was ich brauche, ne? Ja, und ich habe hier auch nur Schrott bekommen, nämlich gar nichts. Okay, ja, gut, okay, was kriegst du da jetzt bei dir raus? Oh! Die Falle, okay. Und ich krieg wieder einen Bogen. Oh. Das hätte richtig böse enden können jetzt hier gerade. Ich mach dich gleich fertig. Nur 1. Ich mach dich gleich fertig, Kasper. Oh nein! Guck mal! Wow, Alter, gerade noch rausgekommen. Was? Sehr gut. Hä? Alter, wie ein Profi bin ich da rausgekommen. Guck mal, ich hab ein Boot. Was soll man das Alter! Bringen, Alter. Hä, du hast so. Leute, du siehst es nicht, aber ich seh's von hier. Da ist so ein ganz langer Eisweg noch unter der Treppe jetzt. Ich seh's. Da hättest du langfahren können mit dem Boot. Aber dann hätte ich ja gar keine Lucky-Blöcke nehmen können. Nein. Oh nein. Nein. Oh, ich weiß es schon. Ah, und ich bekomme einfach keinen Falsch. Hör auf damit, ich bekomme keinen Fallschaden, weil ich solche krassen Schuhe anhabe. Oh mein Gott, ja, extra schön Herzen. Sehr gut. Das kann nicht sein. Wie oft kriegst du die Falle? Oh mein Gott. Ich krieg grad nur Mist leider, das ist das Problem. Ja, ich merk das gerade schon. So. So? Ja, wow. Oh mein Gott. Schieß die ab. Aua. Schieß die ab. Okay. Ich bin jetzt hier bei der. Bro, mein Bogen ist One-Hit. Was? Mein Bogen ist einfach One und der hat einfach diese Feuerblöcke zurückgeschossen. Hast du da? Nein! So, komm, 1 gegen 1, ich bin bereit. Ich bin bereit. 3, 2, 1, los! Oh, wow. Oh, komm her, wenn du dich traust, ne? Komm her, wenn du dich traust. Komm du doch, wenn du dich traust. Komm her, Kaspar. Oh. Angriff! Oh mein Gott, Bro! Ja, der hat gesessen! Nein! Der hat gesessen! Ja. Nein! Du hast Guck gewonnen! Mal. Ich bin auf dem Weihnachtsbaumbaum, ich bin der König! Verdammt! Von der, du hast von gewonnen! Der nicht schlecht! Ich bin nur zweiter Platz! Ja, erster Platz, Leute! Jawohl! Juhu! Ab geht's in den Urlaub, Kasper! Urlaub! Oh. Wow. Ey, wir haben uns hier einfach eine eigene Insel gemietet. Was? Ne? Wieso sieht die so cool aus, sag mal? Guck mal, was kann man hier alles machen? Pool und ja wir haben so einen eigenen Pool, sehe ich gerade. Das Coole ist auch noch, wir können ja so Federball und alles Mögliche spielen. Guck mal, jetzt auch Volleyball. Wir können hier ne? mega viele Sachen machen. Oh, au! Was war das denn? Der Ball. Ui! Ah, oh mein Gott, warte, ich schmeiß jetzt zu, pass auf. So, das Ding ist, heute können wir extrem viel machen. Wir haben auch hier so eigene Jetskis und sowas. Oder auch das hier. Was? Ey, so ein Plüsch-Pelikan. Ich will mit dem Jetski mal fahren. Das Jetski ist direkt hier. Aber es ist noch nicht alles. Wir können auf jeden Fall auch richtig viel machen. Das war auf jeden Fall ein richtig teurer Urlaub, ne? Ein 10.000-Euro Urlaub. Was? Das ist ja wie in den Malediven hier, sag mal. Komm mit. Wir müssen das mal hier ein bisschen erforschen. Und zwar, guck mal hier. Das nenne ich mal All-Inclusive. Wir haben ein Schloss. Guck mal, hier können wir auch nochmal spielen. Richtiges Volleyball. Ah, okay, komm, warte. Und spiel bist rüber. Bist du bereit? Okay. Ja. Hoppa. Das musst du nochmal machen. Und, ja, und zack, ja, in der Luft. Nochmal. Verdammt. Und rüber hier. Ja, Alter. Der Punkt ging auf jeden Fall easy an mich. Oh. Wow. Hey, zurück mit dem Ding. Mann. Und noch
Punkt. 2-0, okay, warte. Okay, ja, ja. Ja, das ist schon, wow! Okay, das ist schon. Das Ding ist, wir können ja auch noch Fußball spielen, ne? Also wir können auch noch Fußball spielen, wenn wir wollen. Aber das heißt, hier können wir schon wegkicken. Mit dem Fuß so kicken. Ey, aber so. Ich muss sagen, so Ballsport ist ja alles schon gut. Aber ich weißt du, was viel cooler ist? Wenn man einen Quad hat. Was? Wow! Ey, das Quad sieht ja richtig cool aus. Wo fährst du? Warte, ich habe auch einen Quad. Ich habe auch einen Quad. Guck mal hier. Stimmt, das ist doch echt ein gelbes. Ich will das gelbe. Nee. Ey, das ist schon... Das ist schon mega cool, ne? Das ist echt schon mega cool mit dem Ding. Mega, mega cool. Aber pass auf, komm mit ganz kurz. Und zwar haben wir nämlich die Möglichkeit, hier zu diesem Haus zu gehen, weil das ist gerade zum Verkauf. Ist das unser Haus hier, wo wir einziehen können? Unser Hotelzimmer? Theoretisch ist das hier unser Hotelzimmer. Wir haben auch hier einen funktionierenden Fernseher, wo so Fischis so ein bisschen so coole Sachen machen. Wir haben richtig viel hier. Gut, in den Kisten ist jetzt gerade Pizza! Und Pizza! Stimmt, hä? Oh mein Gott, das ist mega cool. Guck mal, ich habe ein Stück genommen. Wie, du hast ein Stück genommen? Ich habe ein Stück Pizza genommen hier aus dem Karton. Hä, wie hast du denn das gemacht? Ja, das kriegen nur die Profis, die auch Pizza verdienen. Okay, wollen wir mal in die Burg reingehen? Wollen wir in die Burg reingehen? Weil dann können wir nämlich heute mal... Willst du da schon rein? Ja, okay. Wir können auch eigentlich theoretisch in der Burg ein bisschen was erforschen. Ja gut, wenn du unbedingt willst, dann lass uns da mal reingehen. So, wir haben auch gleich dahin noch ein geheimes Haus, das uns später angucken werden, ne, auf der rechten Seite. Was ist hier alles, sag mal? Das sieht auch mega krass aus. Oh mein Gott, der macht mir Eis. Wieso? Guck mal. Nein! Oh, ich hab Mais! Ich will auch Mais! Und hey, Erdbeere, cool bitte! Denn? Ja, lecker! Ey, mega cool! Oh, ach, das hast du gerade Hunger oder was? Ich hab noch keinen Hunger. Du musst ja sprinten, dann geht das, dann kriegst du auch Hunger davon. So, was ist hier? Oh, hier können wir mit dem Auto auch fahren. Eine Kartstrecke! Eine Kartbahnstrecke! Oh mein Gott! Guck was mal! Hier sind die Dingens! Oh, ein Motorrad! Auch Taxi und sowas! Hä? Nee, ich bin ein Taxifahrer! Mein Motorrad ist in den Brunnen gefallen! Warte, ich hol's raus! Oh, wohl geht raus nicht. Da! Kann ich doch bei geht dir einsteigen? Geht nicht. Ja, theoretisch schon! Dann können wir gleich mal damit eine Rundtour machen. Ich muss mal ganz kurz hier parken, ne? So, wir parken mal ganz kurz. Ist sogar so ein Golfkart hier. Aha. Okay. Ich weiß, sogar Golfkarts. Okay, wollen wir mal reingehen hier ins Hotel? Aber wir müssen auf die andere Seite dafür. Steigen Sie ein. Ehrlich? Können wir hier hinten reingehen? Hier ist doch voll die große Öffnung, oder nicht? Hier gibt's auch Fahrräder und Skateboards. Cool. Okay, dann mal gucken. Ich will mal wissen, wie dein Hotelzimmer aussieht, ne? Ja, ich zeig dir mal. Ich habe natürlich die Luxus-Suite gebucht, ne? Die Lobby ist auf jeden Fall echt cool. Nee, wir sind schon eigentlich beim Online eingecheckt. Also alles entspannt. Oh mein Gott, hier kam was raus, eine Kartoffel. Lecker. Was? Aus dem Automaten? Ja, und zack. Oh, ja, ich hab sie auch. Gut. Ey, das ist ja mega cool. Okay, pass auf, ich zeig dir jetzt mal mein Zimmer. Hier erstmal in den Fahrstuhl rein. Okay, dann lass den Fahrstuhl rein. Okay, und wir wollen nach oben in die Premium-Suite. So. Und noch weiter nach oben. Noch höher. Und jetzt sind wir ganz oben, ne? Oh mein Gott, sind wir ganz oben? Bist du sicher? Mit Flachbildfernsehen. Ich mach dir mal ganz an. Oh, eine krasse Aussicht auf jeden Fall, ne? Mir gehört hier alles, musst du dir vorstellen. Als ob die echt... So, frische Luft. Jetzt muss ich auch ein bisschen atmen. Ja. Okay. Ja, okay. Damit. Alter, die ist sogar mal echt krass. Da ist sogar eine Rutsche, sehe ich gerade. Wo ist? Ich will rutschen. Wo ist ein Balkon? Wie cool ist das denn? Ey! Ich habe zwei Herzen. Ehrlich? Oh nein. Guck mal, siehst du mich hier unten? Ich gehe aufs Sprungbett drauf. Hier, guck mal. Oh mein Gott! Was? Au! Was sollte das denn? Weil du nur zwei Herzen hattest. Warte mal, ich spring auch mal ganz kurz. Das hat wehgetan. Ich sehe dich da hinten. Okay. Alter, hier sind sogar Dingens. Hier sind sogar Tiere drin, ne? Warte. Nein! Oh, ich bin fast draufgegangen. Ich habe nur drei Herzen. Also, jetzt habe ich ja mein Zimmer. Ja, nicht schlecht. Ich habe mein Zimmer gezeigt. Sag mal dein Zimmer. Ja, ich hab dir mein Zimmer noch gar nicht geholt. Dingens, ich konnte mir leider die Luxus-Suite nicht leisten, weil der Rest schon vor dem Flug und so aufgegangen ist. Deswegen müssen wir hier mit der Treppe nach oben wahrscheinlich. Wir müssen hier links hoch. Und wir können uns einfach mal ganz kurz hier die neuen Sachen holen. Und zwar einmal ganz kurz hier einen Apfel. Oder was ist das? Nee, Äpfel. Äpfel gibt es aus dem Automaten. Gesund. Und wenn du willst, können wir auch noch hier. Genau, wir können auch so Bananen mitnehmen oder hier noch Karotten. Aber komm, mitten hier nach oben und zwar müssen wir leider die Treppe nehmen. Oh nee, ne? Ich lauf doch jetzt nicht. Tut mir leid, ich hab nicht so viel Geld. Alter, ich lauf doch jetzt nicht, sag mal. Okay, dann komm. Was soll das denn? Dann gehen wir mal nach oben. Ich esse mal schon mal den Apfel. Der Apfel ist nämlich sehr lecker. Hier ist nochmal so eine normale Lobby. Oh ja, Pizza. Guck mal, Pizza. Hier ist ein Geheimweg nach oben. Ich hab Pizza. Hä, ehrlich? Was ist denn das für ein Geheimweg? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo geht's hier? Aufs Dach, aber aufs Geheime. Hä? Lol, hier ist ein Helikopter.
Oh mein Gott, das ist die Dachterrasse. Was? Guck mal. Hä, mit dem können wir ja gleich fliegen, ne? Mit dem können wir gleich fliegen. Und da hinten sind die anderen Häuser. Oh mein Gott, ich steig lieber aus. Bevor hier was passiert. Okay, zeig mir mal dein Zimmer erstmal. Warte, da hinten ist auch ein Leuchtturm, sehe ich gerade. Da ist auch noch gleich hin. Und okay, Tennis. Okay, ich zeig dir erstmal kurz meine Bude und dann können wir gleich nochmal Tennis spielen. Wow, hier ist ein krasses Sprungbrett. Was? Alter, du kannst von hier oben in den Pool reinspringen. Als ob. Ja, Mann, da sollst du extra reinspielen. Das muss ich gleich machen. Okay, komm. Okay, also. Zeig mir dein Zimmer. Also, meine Bude ist hier. Das ist das Zimmer 606. So, komm mal rein hier. Es ist ein bisschen kleiner. Hey, ich habe auch einen Balkon. Was willst du von mir? Guck mal, ich hab einen Raumfernseher. Also, guck mal, ich meine es nicht böse, aber hier. Was zahlst du hier für das Schrottzimmer? 300 Euro die Nacht. Also, was? So viel? Das hast du ja aber ordentlich abpacken lassen. Wir sind hier doch auf einer privaten Insel. Wir können doch noch mit der Yacht fahren. Sag mal. Hey. Mann, dein Zimmer, ich finde das total blöd. Das finde ich richtig uncool. Ey, das Zimmer als ist voll Strafe, cool. Weil du so ein blödes Zimmer hast, musst du jetzt vom 200-Meter-Brett springen. Vom 200-Meter-Brett? Mhm, als Strafe, hier oben. Okay, warte, ich springe in den Pool davon. Keine Sorge. Und dann zeig ich bin mal gespannt, ob du da auch reinkommst. Ne? Das ist halt Alter, ein Sprung. Und? Wow! Oh mein Gott! Ja, du hast es geschafft. Hier sind Zombies drin. Hilfe! Oh nein, los! Oh, du jetzt auch, ich sammle dich ein mit dem Helikopter und dann kommen wir zum Tennisplatz. Nee, komm mal runtergesprungen. Ich will sehen, wie du springst. Nein. Wo bist du, Kasper? Ich starte das Ding. Oh mein Gott! Yo, du hast den Helikopter. Oh mein Gott, Crash! Nein! Mann, das hat ja toll funktioniert. Mann, hat das super funktioniert mit deinem blöden Helikopter. Nein. Boah, sind die schnell. Nein. Ich habe einen Kugelfisch gefunden. Ehrlich? Okay. Oh, einmal ganz kurz vorsichtig. So. Okay. Und jetzt haben wir ja, guck mal hier, bei der Yacht, die kann man natürlich immer so pro Tag halt immer mieten. Hier hast du dann so Lagersachen. Hier kannst du halt so schlafen drin, ne? Genau, Doppelbett, ne? Und sowas. Krass. Darfst du halt nur nicht seekrank sein. Wenn du seekrank bist, dann ist das wahrscheinlich nicht so gut. Hier. Auf jeden Fall gemütlich. Und hier auch ordentlich Melonen, sehe ich gerade. Ja, Melonen können wir mit nehmen, damit wir schön essen können. Ui, Alter, richtig viele Melonen sogar. Aber das Coolste natürlich an Deck, ne? Weil man oben sich sonnen kann und so. Ein bisschen entspannen einfach. Ne? Ja, du kannst dich da richtig hinlegen. Kannst richtig hinlegen. Glaubst du, man kann die auch. Hier ist eine Lavalampe, guck mal. Wo ist eine Lavalampe? Das sieht voll cool aus. Hier die. Die kann man an- und ausmachen. Wie den Fernseher. Alter, und hier. Backboard, Steuerbord. Oh mein Gott. Fährt die los jetzt? Okay, fahr los. Ich still hier. Gib Gummi. Ja, ich gebe Gummi, aber es passiert nichts, oder? Hier ist noch ein Getränk, das muss ich mitnehmen. Ich kann es nicht mitnehmen gerade. So, dann lass mal wieder einen Jetski nehmen. Lass mal einen Jetski nehmen, wir können jetzt da vorne einmal zum Leuchtturm fahren. Weil da können wir nämlich Tennis spielen, Kasper. Wo bist du? Hä, beim Leuchtturm, wo bist du? Ach so, warte, ich komme zum Leuchtturm. Ich wollte eigentlich zum Tennisplatz, okay? Ach so, ich habe nicht gesehen, den Tennisplatz. Nee. Mach doch jemand ein Lagerfeuer, guck mal. Stimmt, hier sind wohl noch andere Leute drauf, hä? Okay, das ist natürlich. Die einfach krass. Ihr Feuer hier auf entspannt. Okay, auch nicht schlecht. Okay, lass mal zum Leuchtturm gehen. Ich glaube, im Leuchtturm sind nämlich extrem coole Sachen drin. Oh mein Gott, was glaubst du, ist da? Oh, ich glaube. Dass hier ist der Eingang. Glaubst du, die kann man sich auch buchen? Alter, was ist denn. Au! Was ist denn das hier, Alter? Neben dem Leuchtturm. Zeig mal, das ist noch das zweite Resort. Charlie Resort heißt das. Das ist Charlie Resort, ja. Das ist extra für Kinder und sowas. Okay, aber ich würde sagen, erstmal safe. Erstmal würde ich sagen, ab lass in Leuchtturm rein. Mal lass uns in Leuchtturm gehen, du hast recht. Okay, ich hab gehört, das hat mir der Typ in der Lobby erzählt vom Hotel. Eine Nacht im Leuchtturm kostet 2000 Euro. Und jetzt können wir mal gucken, ob es das auch wert ist. Wer will denn im Leuchtturm sein, hä? Ja, wenn das so cool eingerichtet ist, aber guck dir das aber mal an. Aber es ist null cool eingerichtet. Das ist ja kompletter Müll, dieser Leuchtturm. Das ist komplett Müll, man hat oben halt nur die Lampe, Das hier ist ja wirklich nur ein Leuchtturm. Also der Leuchtturm. Ich glaub, du hast es verwechselt, Kasper. Oh mein Gott, du hast Verbot. Wir dürfen, hallo, du hast Verbot. Du bist zu alt dafür, zurück. Ich bin nicht zu alt. So, du bist zu alt. Du musst nach Hause. Ich kann auch ein Eis mitbringen. Alter, sieht schon cool aus hier, ne? Die Pizzeria sogar hier. Und nur Pizza. Ey, auf jeden Fall. Oh, ich hab auch Pizza. Lecker. Ich esse eine Pizza. Oh mein Gott, wollen Sie bitte für eine Pizza? Pizza, lecker. Ich bin Pizza, Mann. Pizza. Ich bin die Pizza. Okay, warte, ich komme mal ganz kurz. Weil hier hat man auch immer dieses. Oh mein Gott. Was ist das? Tandems? Nee, das sind normale Fahrräder. Wow. Alter, warte mal. Ich komme auch. So. Yo, was ist hier alles? Alter, was? Alter, das macht voll Spaß. Die haben ja mega viel. Du kannst sogar auf Safari gehen. Ein Polizeiboot. Oh mein Gott. Was? Cool. Lass mal ein bisschen entdecken. Lass mal ein Auto nehmen, dann sind wir schneller. Und dann fahren wir hier mal ein bisschen über die Insel rüber, okay? Ja, genau. Ich nehme das Pizzamobil. Wir müssen Pizza ausliefern, schnell. Okay, du bist. Ich nehme den Bus. Ich nehme den Bus, nehme ich einfach. Okay, los geht's. So, können wir jetzt hier mal ein bisschen.
Alles abchecken. So. Alter, ich sehe die Straße gar nicht. Ich jetzt auch nicht. Was kommt da hinten noch? Ich fahre hier ganz lange geradeaus. Wo bist du denn? Wo bist du lang gefahren? Einfach geradeaus. Aus dem Dorf. Hier ist ein Dorf. Nee, was ist das denn? Wo geradeaus aus dem Dorf? Privatflugzeug. Wo bist du? Ein Lamborghini. Warte, ich komme, ich bin auf dem Skateboard. Diesen langen Weg da lang, diesen langen Weg danach. Nee. Ja, kommst du da oben irgendwo? Achso, warte. Ich seh dich da, ja, da bist du. Ich bin am Skaten. Oh mein Alter. Gott, das sieht da richtig crazy aus. Hä? Hier ist eine Landebahn für einen Privatjet. Alter, was? Komm, wir fliegen eine Runde. Oha. Dann ist doch noch ein Dorf. Okay, warte. Alle Passagiere bitte an Bord gehen. Okay. Bist du bereit? Warte, ich will nach hinten. So. Erst noch mal kurz was. Geht nicht, ich kann nicht hinsitzen. Verdammt. Okay, mal gucken. Oh. Es geht los. Und oh, wow. Kasper. Alter, wir sind im Flugzeug. Wohin? Da hinten ist, glaube ich, nichts. Ne, da ist, nee, nichts, da ist nichts. Wir drehen hier, wir gehen jetzt zurück zum Resort. Hier ist ein krasses Dorf. Oh, nee, das Gott. Brauchen wir nicht. Wir gehen zurück zum Main Resort. Wir gucken mal, warte, was wir jetzt haben. Was machst du? Oh, ich habe ein halbes Herz. Da war noch ein anderes Flugzeug. Ich wurde ausgeschlüchig. Schiffbrüchig. Oder flugzeugbrüchig. Ich nehme mal ganz kurz das andere Flugzeug, dann lass mal kurz dahin fliegen. Wo bist du? Du siehst das schwarze Flugzeug in dem Baum, in dem Baumkron unter. Wow! Okay, ich komme und ja! Okay, das ist ein Einfliegen, Ein-Personen-Flugzeug. Wie komme ich jetzt da oben zu meinem anderen? Warte mal, vielleicht kann ich hier hochklettern. Ich habe eine Idee. Nein! Zack. Ich häng auch durch. Ich hab's wieder gleich. Warte. Hast du's? Bist du drin? Und hier noch rauf. Klau mir das nicht! Oh. Ja, ich hab's! Ich bin auch drin. Okay, es ist das andere Dach. Okay, lass mal da vorne hin, geh zu dem geheimen Haus. Das ist echt richtig cool aus da, ne? Oh ja, da hinten, ne? Hier, jetzt unten. Achtung, einmal kurz vor. Oh mein Gott, ich bin rausgefallen! Aua! Alter, ich flieg weiter! Ich bin rausgefallen! Au! Pass auf da mit dem Helikopter. Ich komme. Pass bloß auf. Ich komme, Kasper. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin auf dem Weg mit dem Helikopter. So, er wackelt ein bisschen. So, siehst du mich? Nee, man sieht dich. Oh mein Gott, da bist du. Ich häng fest. Wow, au, sag mal, hör doch mal auf damit. Tut mir leid. Bin nicht lustig. Hier darf man nur 50 km/h fahren, sehe ich gerade. Ne? Hier ist das Flugzeug gelandet, guck mal. Oh mein Gott. Und hier ist auch noch ein Haus zu verkaufen. Das ist ja voll klein, Alter. Das ist ja extrem klein. So billig Haus, das ist für die Arbeiter, glaube ich, die hier arbeiten. Ja, ich glaube auch. Okay, lass mal zu einem geheimen Haus gehen. Warte mal, hier ist nicht nur ein Geheimhaus, hier ist auch eine geheime Höhle. Was? Aber ich glaube, hier wird gerade gebaut. Ja, so, okay, die wollen hier so ein Unterwasser-Resort durchmachen, ne? Oder so einen riesigen Schwimmpark. Könnte auch sein, ja. Cool. Okay, was ist hier? Hier sind noch Kartoffeln hier für euch. Ich hab auch Bock gerade essen. Ey, Bro, setz dich zu mir. Schön eine Packung Chips, ein paar Kartoffelchips. Lecker. Hey, warte, ich brauche noch ein bisschen. Komm rein, ihr Kollege. Hier bin ich. Alter. Mama Mia. Wir gucken mal, was oben ist. Hier oben? Ja, was haben wir hier oben drin? Spinne. Ein Abzeichen. Nein, hier ist gar nichts. Glaubst du, ich schaffe den Sprung von hier ins Wasser? Oh mein Gott. Schaffst du nicht. Aus dem Hotelzimmer raus. Schaffst du nicht. Ich mach den Zaun dann auf. Der geht nicht auf, der Zaun. Das Ding ist, das Coole ist jetzt auch noch, wir können das Flugzeug nutzen. Ja. Und damit können wir jetzt nämlich nach Hause fliegen. Ich will doch nicht. Ich bleib hier. Die Touri nach Hause, alles gut. Hä, das Resort ist doch mega krass. Dann fliege ich halt zum Hotel. Mach's gut. Okay, dann mach das. Alright, Alter, ich muss schon sagen, hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Auf jeden Fall. Das ist extrem cool. Urlaub. Das ist auf jeden Fall gewesen, Freunde. Wenn ihr von der Messe möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt einfach noch hier das Video aus, Leute. Einfach draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.